Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal in eigener Sache in meinem Kanal. Und zwar habe ich in letzter Zeit, es ist immer mal wieder vorgekommen, seitdem mein Kanal besteht, jetzt seit anderthalb Jahren, aber in letzter Zeit doch etwas gehäuft, dass ich unter meinen Videos angesprochen werde mit Herr Lesch. So nach dem Motto, ach, wir wussten gar nicht, dass Herr Lesch auch Autotests macht oder Smartphone-Tests oder sonst irgendwas. Ich finde das sehr amüsant, dass man mich mit ihm verwechselt. Habe jetzt natürlich dann auch mal ein paar Fotos von ihm angeschaut. Also wird ihn wahrscheinlich jeder kennen, Lechs Kosmos. Er macht also sehr, sehr viele Professor Dr. Harald Lesch, genauer gesagt. Er ist, ich habe es mir aufgeschrieben, Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator, Hörbuchsprecher, Buchautor, sehr erfolgreich, mehrere Bücher geschrieben. Er engagiert sich sehr in Richtung Aufklärung, was den Klimawandel angeht, wird da enorm angefeindet im Internet, wie das leider so ist. Aber gut, er gibt nicht auf und er macht auch weiter. Ich habe auch letztens mal sein Buch, das ich gelesen habe, zum Thema Klimawandel auch nochmal hier in dem Kanal in einem Video gelobt. Und auch hier sind dann einige, also es war natürlich wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeint mit den Kommentaren, aber es sind einige Kommentare dann darunter, wo dann steht auch der Herr Lesch, der macht Werbung für sein eigenes Buch. Ist es nicht. Ich wollte das nur noch mal ganz klarstellen. Ich bin Werner Jakob Weyer und ich bin nicht Herr Dr. Professor Dr. Harald Lesch, der Naturphilosoph und Physiker und denjenigen, den man immer im Fernsehen sieht. Dieser Publikumsmagnet wäre ich gerne. Wenn ich seinen YouTube-Kanal anschaue, hat er 2, 3 Abonnenten mehr wie ich. Also die Abonnentenzahl hätte ich auch ganz gerne. Aber ich bin es nicht. Ich will es auch gar nicht sein. Ich finde ihn sehr sympathisch. Und es ist tatsächlich so, je nachdem, welche Fotos man sich anschaut von ihm und je nachdem, wie die Bartlänge und die Haarlänge ist, die Haarlänge soweit noch vorhanden, ist es wirklich so, dass man da doch 2 sehr ähnliche Herrschaften sieht. Aber nochmal, ich bin es nicht. Ich habe in letzter Zeit gesehen, ich habe letztes Mal einen Bericht gesehen, da fängt er sogar an, diese Hemden hier zu tragen. Also Herr Lesch, so geht das aber nicht. Also genau die Marke, die ich hier auch immer in meinen Videos trage, in verschiedenen Farben. Außerdem gibt es auch einen ganz entscheidenden Unterschied. Herr Lesch ist 3 Jahre älter als ich. Also 3 Jahre, um Gottes Willen, das ist doch, ja. Also ich bin es nicht. Wollte das nochmal klargestellt haben. Ihr könnt das jetzt gerne wieder drunter schreiben. Und ja, ich habe hier auch nochmal aus seinem Buch Die Menschheit schafft sich ab ein Foto von ihm. Also hier könnt ihr es nochmal genauer sehen. Ja, das soll es hier mal gewesen sein mit einem ganz kurzen Video. Ich glaube, hier kriege ich jetzt diesmal ein ganz kurzes Video hin. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.